Herr Hogan, sicherlich ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ein extrem wichtige 3 Punkte heute. Ja, auf jeden Fall. War natürlich ein Duell, wenn man das heute nicht für uns entscheiden ist. Waldorf natürlich auch wieder nah an uns dran. Und das hat man aber meiner Mannschaft dann auch in der Anfangsphase angemerkt, weil wir einfach nicht frei waren und nicht frei gespielt haben. Dann haben wir uns nach und nach reingekämpft. Schöne Führung erzielt von Manuel Hasel in der zweiten Halbzeit. Dann nach dem Ausgleich habe ich eigentlich gedacht, jetzt besteht die Möglichkeit, das Spiel kippt. Haben wir uns auch wieder zurückgemeldet mit großer Moral und großem Siegeswillen. 2 Tore vorgelegt und nach dem 3:2 sind wir dann nochmal ins Trudeln gekommen, weil wir einfach im Moment nicht die Sicherheit in unserem Spiel haben, dass man so ein Match dann auch sauber durchspielt. Und dann waren noch einige Zitterminuten zu überstehen. Trotzdem war es ein großer Schritt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Liga bleiben, hat sich erhöht. Wie kommt es, dass man zum Schluss dann gegen eine Mannschaft, die man eigentlich, also gegen die man lange Zeit gut ausgesehen hat, dann so ins Zittern kommt? Ja, es war halt nach dem 3:2, dann kann man ja wieder nur verlieren. Man ist 2 Tore vorne, der Gegner macht den Anschluss, hat nichts mehr zu verlieren. Und dann, wie gesagt, haben wir auch nicht mehr sauber Fußball gespielt, den Ball nicht mehr in der eigenen Reihe gehalten, einfach zu schnell die Bälle verloren. Dann wird der Druck immer größer und die Angst, einfach einen Fehler zu machen, die ist dann groß. Und Waldorf hatte ja noch die Chance zum 3:3. Der Matze hat dann hervorragend gehalten und hat uns da die 3 Punkte gerettet. Und dass wir dann mit der letzten Aktion noch 4:2 schießen, das wäre mir natürlich lieber gewesen, das wäre 5 Minuten vorher gewesen. Hat sich die Verletzten-Situation, wie hat sie sich jetzt in den letzten Wochen entwickelt und auch heute nach dem Spiel? Ja gut, der Jan Malsam, der merkt jetzt nichts mehr, der steht wieder zur Verfügung. Bei dem Thomas Can, der die ganze Woche nicht trainiert, habe ich aber eingewechselt, aber der hat halt Probleme. Bei dem Max Gnon war es ja heute so, weil der Schochi da gelb-rot gefährdet war, dass ihn in der Halbzeit spielen lassen nach 2 Trainingseinheiten. Der war jetzt, glaube ich, 8 bis 10 Wochen aus dem Training und hat dann sich eigentlich gut da eingebracht. Und beim Ole Schröder war es halt so, dass man nicht bringen konnte. Der hat also gestern im Abschlusstraining schon gesagt zu mir, dass er Probleme hat und dass es keinen Sinn macht. Für heute der Samu Brunner, der hat auch noch Probleme. Es ist nach wie vor angespannt, aber wir haben heute eine große Bank gehabt, wobei da halt 3, 4 Spieler angeschlagen waren und natürlich auch unter den ersten 11 mit Klaus Bückler und dem Robin Meyer Spieler waren, die nicht bei 100% sind. Sie haben heute mit diesem Spiel die magische, würde ich fast sagen, 40-Punkte-Marke geknackt. Trotzdem darf man nicht damit rechnen, dass die Klasse damit gesichert ist. Wie geht es jetzt die nächsten Tage weiter und vor allem im nächsten Spiel gegen Offenburger RV? Gut, Ziel ist es einfach jetzt mal zu regenerieren. 3, 4 Tage, der Druck, wie gesagt, war heute groß und dass man dann in Offenburg versuchen mit einer engagierten Leistung die Punkte da zu machen. Ich denke, wenn wir das schaffen, noch einen Sieg zu holen, müsste es vielleicht reichen, dass man die Liga hält. Aber man kann sich nie sicher fühlen, man kennt die Anzahl der Absteiger nicht. Und von daher ist es immer schwierig. Deswegen jetzt freuen, 3, 4 Tage erholen. Dienstag gehen wir dann wieder ins Training rein und dann in Offenburg engagierte Leistung zeigen.